Hi, hier ist Michael. Herzlich willkommen hier auf meinem GIMP-Kanal zu einem weiteren Darktable-Tutorial. Und das ist auch wieder ein Grundlagen-Tutorial. Dazu habe ich hier diesen Wagen gerichtet. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung des Videos, wenn ihr die aufklappt, damit ihr das nachbauen könnt, ja? Also, um ein Foto einfärben zu können, jetzt in dem Fall hier ein Cyan eingefärbtes Foto mit der Farbe Cyan eingefärbt, ja? Brauchen wir drei Module. Einmal das Monochrom-Modul, den Kanalmixer und Split-Toning. Als allererstes werden wir natürlich, um das einfärben zu können, das Foto in Schwarz-Weiß umwandeln. Dazu klicken wir einfach hier unten auf Monochrom und schon haben wir das Ding jetzt mal auf die einfache Art und Weise oder offensichtliche Art und Weise Schwarz-Weiß gemacht. Nun klappe ich hier den Kanalmixer auf, schalte den zu und wir beginnen hier bei Rot. Und hier bei Rot werden wir den Rotschieber zurückziehen auf circa 0700 in etwa. So geht auch ein bisschen mehr. Sowas ist nicht so tragisch. War vielleicht ein bisschen viel. So. Und dann gehen wir hin, rufen Grün auf. Bei Grün nehmen wir hier einen Wert von 1,15 circa. Und bei Blau nehmen wir auch einen Wert von 1,15 circa. Vielleicht so. Gut. Okay, das war der nächste Schritt. Nun müssen wir Split Toning zuschalten. Und hier bei Split Toning werden wir in den Schatten den Farbton auf diesen Cyan-Farbton einstellen. In etwa suchen wir uns mal einen schönen, nicht zu hell und nicht zu dunkel. Ich würde vorschlagen, lassen wir das in etwa so. Bei den Spitzlichtern hier ziehen wir die Sättigung komplett heraus. Und auch bei der Kompression hier nehmen wir die Kompression komplett auf 0 zurück. Und nun können wir hier über unseren Ausgleichsregler dementsprechend verfahren. Ja, und da ist es jetzt egal, welche Farbe ihr hier oben nehmt. Ja, ein guter Wert liegt hier zwischen 25 und 50. Ja, und deshalb werde ich mal sagen, so, ich bleibe so um die 30 herum. Ja, okay, das war's schon. Machen wir mal das wieder aus. Original, dann Schwarz-Weiß, dann den Kanalmixer zugeschaltet und dann eben über Split-Toning. Was man jetzt noch machen kann, natürlich kann man die Fotos weiter bearbeiten. Man kann zum Beispiel jetzt hier eine Vignettierung ziehen, wenn man möchte, ja. Und vielleicht machen wir den ein bisschen kleiner, so vielleicht, ja. Und auch einen Verlaufsfilter kann man ziehen, wenn man möchte. Ja, und dann schauen wir mal, wie wir das im Einzelnen machen hier. Und das hellen wir so ein bisschen auf hier oben vielleicht. Da kann man noch ein bisschen heller machen hier. Und ja, das war's dann schon. Ja. Foto einfärben, in dem Fall hier mit diesem Cyan-Farbton. Und ihr könnt jeden x-beliebigen anderen Farbton natürlich auch nehmen. Und ja. Über diese drei Standardmodule Monochrom, Kanalmixer und Split Toning. Herzlichen Dank fürs Schauen. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch bitte einen Daumen hoch. Schreibt mir vielleicht einen Kommentar. Und ja, für die neuen Menschen, die hierher gefunden haben, lasst mir doch einfach ein Abo da. Das wäre eine große Anerkennung für meine Arbeit. Herzlichen Dank fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal.